Jetzt gibt es noch einen anderen Bereich oder einen anderen herausstechenden Punkt in diesen Empfehlungen für das Ratstreffen, nämlich Wirtschafts- und Währungsunion und den eindeutigen Hinweis, man möchte für die Zukunft, für den Erhalt des Euroraumes, sich nicht an die Grenzen des MFR, das Grenzen des mehrjährigen Finanzrahmens, halten müssen. Also man hat im November einen Kompromiss beschlossen, einen langverhandelten, und schon jetzt kündigt man an, naja, eigentlich möchte man sich gar nicht dran halten. Das sieht man mal, wie man die Leute zum Narren hält, ja. Man zelebriert monatelang eine heiße Sondergipfeldebatte, nach die eine die andere jagt über den mehrjährigen Finanzrahmen. Man zelebriert über Monate eine ausgiebige Debatte, ein Gipfeltreffen jagt das andere über einen mehrjährigen Finanzrahmen, über einen Zeitraum von mehreren Jahren, wo man sozusagen eine Budgetsicherheit den Leuten suggerieren will. Und ein paar Wochen, nachdem der angeblich so mühsam erreichte Kompromiss zwischen Rat, Kommission und Parlament erreicht ist, sagt man, ja, ist ja eigentlich wurscht, wir können die Mittel eigentlich eh aufstocken, wie wir wollen. Ja, wir können eh darüber hinausgehen. Für wie blöd hält man eigentlich die Leute? Dann hätte man sich dieses ganze Theater um diesen sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen ersparen können. Dann hätte man einfach sagen können, wir tun ja eh, was wir wollen. Und die Länder sollen zahlen. Es sind ja formal schon zwei verschiedene Punkte. Das eine ist eben EU-Mittel, die im MFR jetzt festgelegt sind für die nächsten Jahre bis 2019. Und das andere sind Mittel für die Wirtschafts- und Währungsunion, für den Euroraum. Aber letztlich muss es immer der Steuerzahler der Mitgliedsländer nachschießen. Das ist also wurscht, ob ich sozusagen das Geld vom linken in die rechte Hosentasche umgruppiere oder nicht. Tatsächlich ist, dass es der Steuerzahler nachschießen muss. Das gilt für den mehrjährigen Finanzrahmen, das gilt aber auch für die Mittel, die zur Sicherung des Währungsraumes erforderlich sind. Natürlich ist das eine besondere Problematik, und das zeigt ja auch, dass die sogenannte Euro-Rettung ja noch gar nicht gelungen ist. Man hat nur Zeit gekauft. Es wird aber offen öffentlich gesagt, der Euro sei ja stabil, wir haben die Krise überstanden. Das ist die Message, die wir hier hören. Das kommt mir vor wie ein Krebskranker, der sich permanent einredet, dass er sagt, er hat nichts. Ja? Optimismus kann ja helfen zur Heilung. Ja, natürlich. Vor allem ist das in der Währungspolitik von einer großartigen Lösungswirkung, wenn ich wie ein Voodoo-Priester permanent sage, es ist ja alles in Ordnung. Die Psychologie der Märkte könnte das ja schon positiv beeinflussen. Märkte sind nicht so dumm, dass sie nur auf Psychologie horchen. Tatsache ist, man hat mit dem Geld der Steuerzahler hat man sich Zeit gekauft, milliardenschwer Zeit gekauft. Man gibt jetzt den Banken in den Krisenländern mit Deckung des europäischen Steuerzahlers über die EZB enorme Summen an liquiden Mitteln. Und diese Banken gehen her und kaufen sich Staatsanleihen, die ja wiederum von der Europäischen Zentralbank garantiert werden und von den Rettungsfonds garantiert werden, kaufen Staatsanleihen und tut dann so, als ob diese Staaten wieder zurückkehren konnten auf die Finanzmärkte. Das ist ein unglaublicher Zirkel, ja, von Geldflüssen, der am Schluss immer darauf hinausläuft, dass der europäische Steuerzahler, und zwar in den Ländern, wo noch Geld vorhanden ist, dafür haften muss. Aber ist es nicht theoretisch denkbar oder auch machbar in der Praxis, dass sich jene Staaten, die nicht so eine starke Hausdisziplin haben, erst dann beteiligen werden mit richtigen Steueraufkommen, wenn die EU, sprich Brüssel, Druck macht und Haushaltsdisziplin, also auch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet, Haushaltsdisziplin durchsetzt in den Mitgliedstaaten? Aber dann darf ihnen kein Geld geben. Man darf ihnen so lange kein Geld geben, solange diese Haushaltsdisziplin nicht tatsächlich vorhanden ist. Ja, es gibt ja den berühmten Aber das ist alles Voodoo. Sondern letztlich kommt es darauf an, ob diese Länder wieder wettbewerbsfähig werden. Ich kann eine Wettbewerbsfähigkeit nicht dadurch herstellen, dass ich sage, ihr habt zwar viele Schulden, ihr könnt es nicht mehr bedienen, aber jetzt habt ihr noch mehr Geld, dann könnt ihr noch mehr Schulden machen. Das stellt ja keine Wettbewerbsfähigkeit her. Man hätte zum Beispiel Griechenland schlicht und einfach zur Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit aus dem Euroraum ausscheiden müssen. Sie hätte mit ihrer eigenen abgewerteten Währung wirtschaftliche Wahrheit herstellen müssen, und jene Spekulanten, die sich in Griechenland mit Unterstützung eines Bankhauses, bei dem vorher der Herr Draghi, der jetzige EZB-Chef, tätig war, Goldman Sachs, hätte verschuldet haben, diese Spekulanten hätten schlicht und einfach draufzahlen müssen. Und damit hätten die gewusst, was gespielt wird. Das Gleiche hat übrigens in Island stattgefunden. Island hat heute Wirtschaftswachstumsraten, um die man sich nur mal beneiden kann, und hat wirtschaftliche Wahrheit hergestellt. Und die Spekulanten haben durch ihre Finger geschaut. Das ist ja das Wesen der Spekulation, dass man eben die Erträge einsteift, solange es Erträge gibt, und dass man auch das Risiko tragen muss, wenn es einmal keine mehr gibt.
Die Europäische Union hat diesen Spekulanten das Signal gegeben, ihr könnt die Erträge haben, solange es Erträge gibt, aber wenn es dann schief geht, dann zahlt es der Steuerzahler. Und genau das war das ist die Schuldenvergemeinschaftung. Und das ist genau das falsche Signal, das man hier sendet. Permanent und nach wie vor. Und die Politik des Draghi ist nichts anderes, als weiterhin Geld hineinzupumpen in Staaten, die ohnehin schon verschuldet sind. Und jetzt gibt man den Banken, die durch ihre falschen Engagements vor dem Bankrott stehen. Und diese Banken nehmen dieses Geld und kaufen sie wiederum Staatsanleihen von den verschuldeten, ohnehin schon verschuldeten Staaten. Die dann behaupten, sie seien jetzt wieder auf den Finanzmärkten liquide. Herr Karas würde jetzt einwenden, mit der Bankenunion, die geschaffen wurde, ist man für die nächsten Jahre vor neuen Krisen sicher. Ja, ich glaube, der Herr Karas rechnet nur damit, ob die Bankenunion so lange funktioniert, bis er in Pension ist, weil hinter ihm die Sintflut. Und dann werden wir das so erleben wie bei manchen deutschen Politikern. Ich zitiere etwa Theo Weigel, der heute offen zugibt, dass das alles ein Fehler war. Ja, jetzt, wo er in der Pension ist, jetzt redet er Deutsch. Ja? Hätte das alles gemacht, wie er noch in Amt und Würden gewesen wäre, hätte er damals den Mund aufgemacht, wie es seine verfassungsmäßige Pflicht gewesen wäre, auch moralische Pflicht gegenüber seinen Wählern, dann hätte man vielleicht das eine oder andere verhindern können. Herr Weigel wendet dann aber immer ein, er wusste nicht, wie es in Griechenland ausschaut. Ja. Also man hat den Griechen ja vertraut. Er hat es genau gewusst, das hat er in einem Interview zugegeben, es gibt auch entsprechende Berichte und er hat genau gewusst, dass Griechenland nicht annähernd, übrigens wie andere Länder auch, nicht annähernd die Voraussetzungen gehabt hätte, in einen stabilen Währungsraum einzutreten, der die Stabilität etwa der früheren D-Mark-Währung als Anspruch hatte. Das soll man nicht vergessen. Der ursprüngliche Anspruch der neuen Währung Euro war ja, die Stabilität herzustellen, die vorher die D-Mark hatte oder der Schilling hatte. Da sind wir heute Meilen davon entfernt.